Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensor in der Garage. Zu einem Let's Play. Nein, ich kann nicht alles immer dreimal aufnehmen. Das muss jetzt weitergehen. Zu einem Let's Play mit dem Panther. Es ist eigentlich das ganze Game jetzt nichts ultra Besonderes gewesen, aber wir haben am Ende so eine Mischung aus Let's Fail und nochmal Glück gehabt. Und diese Mischung aus Let's Fail und nochmal Glück gehabt ist, ist eigentlich, es kommt in die Kategorie Let's Fail, weil das ist einfach mal von uns gefailt, aber dann halt eben durch eine glückliche Wendung nochmal gut gegangen. Ich spiele es in einem Team mit meinen Kollegen aus dem Clan und wir schauen einfach mal rein, was da so alles passiert ist. Macht's gut, bis gleich. Da sind wir im Game. Im Game mit, vielleicht noch ein paar erklärende Worte. Nein, in dem Intro, was ich schon länger her aufgenommen habe und was ihr jetzt sehen durftet, nee, ich habe da nicht irgendwelche physikalischen Ausfälle irgendwie, sondern da hatte ich einfach irgendwie das 10. Mal einen Frosch im Hals, habe mich verschluckt oder irgendwas und hatte keinen Bock mehr, das Intro neu aufzunehmen. Insofern, ich fand es jetzt authentisch und ich habe es jetzt drin gelassen und man muss nicht immer alles glatt und slick und bleibt jetzt drin. Also, das mit dem Frosch im Hals zieht sich aber wie ein Faden durch meine Karriere. Ich sollte mich mal untersuchen lassen, ob da Rang drin ist. Ich bin mit dem Tango und dem Maulwurf unterwegs und auf der Karte Bergpass. Krass. Wasser soll dagegen helfen. Auf der Karte Bergpass. Und das Team, ja, wir sind ein bisschen, wenn ihr euch das mal anguckt, die Gegner, naja, obwohl wir haben bessere Top-Tiers als die. Eigentlich ist es relativ ausgewogen. Keine Ahnung, warum es jetzt nur 44% Windchance ergibt. Wahrscheinlich, weil die WOT zählt ja nur die Gesamtheit der WN8-Punkte, beziehungsweise diese Windchance wird aus der Gesamtheit der WN8-Punkte errechnet. Und da hat der Gegner wahrscheinlich doch einen Ticken mehr und wir einen Ticken. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr wisst es ja, ich gebe nicht furchtbar viel auf die Windchance, aber es ist für mich so ein Indikator, wie ich mich verhalte. Aggressiv, defensiv, kumulativ, restriktiv, ablativ. Ja, ich hatte heute schon wieder Kaffee. Nein, es war nicht zu viel, es war genau richtig. Ja, was kann man auf Bergpass so alles machen? Man kann auf Bergpass ja verschiedene Sachen machen. Und jetzt für meine Hater, ich bremse und stoppe das Spiel. Ha! Was für ein Idiot. Man kann als Med kann man hier hinten rumfahren, weil hier hinten ein Strom von Gegnern meistens hier hinten aufpoppt und man steht hier Arti-safe, zumindest so in dem Bereich, hier dann langsam nicht mehr, weil die Arti auch irgendwie da, wenn es eine Steilschießende ist, kann die auch da hinten stehen und dann, aber hier bist du noch Arti-safe, hier kannst du stehen. Du kannst um den ganzen Pudding hinten rumfahren, da bist du ein bisschen Huldown. Dann kannst du hier in der Mitte, was wir jetzt gerade machen, kannst du hier so ein bisschen bei der Ecke vorsnipern. Denn es gilt den Lemming Train, der hier hinten rumfährt. Ja, hier und hier ran. Und die durchs Valley hier durch wollen, durch die Mitte, durchs Flussbett, den gilt es aufzumachen. Und deswegen ist diese Ecke ganz cool. Ansonsten kannst du dich hier hinten noch an die Brücke stellen. Brücke stellen habe ich null Erfahrung mit. Mag ich auch überhaupt nicht, weil da hinten kann immer alles stehen. Die Arti kann hier wunderbar reinschießen. Boah, nicht meins. Und ebenso hier hinten kannst du ganz erfolgreich stehen, aber kannst du auch ganz erfolgreich auf die Fresse kriegen. Mein Bereich ist es eher in der Mitte. Und wir haben jetzt hier auch jetzt muss ich direkt mal nochmal, wer ist denn das? Der Maulwurf, genau. Der Maulwurf steht hier auch schon und hat die die optimale Position, sage ich mal, hier. Ich kann hier auch nur mich hinter ihnen stellen und hab so mittelmäßig den Job des Teammate-Blockers, was dann natürlich irgendwie ziemlich ungeil ist, wenn er zurück muss, weil er dort dann irgendwie gegen mich rasselt, ich es peilen muss, dass ich gleichzeitig rückfahre. Also die Ecke ist nichts, um da mit 20 Leuten irgendwie entspannt zu stehen. Ich dachte mir jetzt aber, okay, ich bin ja noch voll, ich möchte unbedingt mal einen vom TM54 kassieren. Ja, das war ein Klassiker. Der Panther 88 hält so ziemlich gar nichts aus, sage ich mal, außer wirklich Low-Tier-Beschüsse und kommt ja auch meistens in Tier 10er Battle, also der panzerungstechnisch könnt ihr vergessen, der hat nur eine gute Knifte und mit dem Rest müsst ihr halt irgendwie arbeiten. Aber
die weitere Möglichkeit, die es gibt, ist hier. Aber, warte mal, dazu muss ich nochmal stopp machen, um ein bisschen was zu zeigen. Oh, das ist gut. Um ein bisschen was zu zeigen. Ihr könnt hier an den Hang ranfahren, ja? Und dann könnt ihr hier sozusagen spotten und immer wieder hochfahren. Der Panther hat ja eine ganz gute Gun Depression, wenn man so steht, wie ich jetzt stehe, also über die Seite sozusagen, noch ein bisschen steiler über die Seite. Über die Seite kommt er ganz gut runter, das ist in Ordnung. Nochmal zum Panther 88. Ich persönlich würde sagen, kauft ihn euch nicht, weil der nach meinem Geschmack zu oft in 10er Gefechte kommt. Mit dem schaffe ich es zum Beispiel nicht wie mit dem CDC oder mit dem T54 erster Prototyp. Da schafft man es durchaus ganz oft in Load, High Tier zu sein. Mit dem Panther 88 habe ich das nicht geschafft. Meine Erfahrung, keine Ahnung, ob das bei euch auch so ist, aber ich sage mal, der hat nur eine gute Gun, sonst kann er nicht so schrecklich viel. Ich würde ihn nicht kaufen. Also ich habe ihn auch in Zahlung gegeben mittlerweile wieder. So, zu der Stellung hier. Man kann hier ran, ne? Dann ist man sozusagen gegen Beschuss von dort oben gesichert. Soweit in Ordnung. Problem ist aber, wenn die Jungs hier, der und der, zu mutig werden und hier runterdrücken, ja, dann bist du verloren. Das funktioniert also nur, wenn du hier hinten Support hast. Wenn sozusagen die Jungs genug beschießen können und dich retten können, ja, also dir helfen können, wenn diese, wenn die Leute jetzt hier irgendwie runterdrücken, die da dran zu stoppen, auf dich zu pushen, denn das ist dann so ziemlich dein Ende. Hier habe ich mal so ein bisschen probiert. Hier seht ihr nochmal ganz schön die Gun Depression vorne rüber, ne? Vorne über die Ecke. Das ist in Ordnung. Ich habe jetzt versucht, hier den, guckt auf die Minimap, dort ist ja der T54 und der T71 offen. Und ich habe versucht, dort irgendwie noch ein bisschen was zu spotten, damit die Jungs dort hinten mit draufschießen können. Aber jetzt habe ich mich hier irgendwie fast festgefahren an der Schräge. Das war auch interessant. Ich wollte nämlich eigentlich, weil ich keinen Bock hatte, ich muss mal stoppen, keinen Bock hatte, hier vorne rauszufahren, wollte ich mich eigentlich mal versuchen, hier hinten hinter den Stein zu kommen. Das funktioniert aber nicht mit der Motorisierung vom Panther 88. Nur mal dahingestellt. Weil er zu schwach ist. Ich weiß gar nicht. Manche Ecken sind ja auch so eingestellt, dass man dort nicht langfahren kann. Vielleicht ist das auch so, dass man dort generell nicht langfahren kann. Keine Ahnung. Hier ist jetzt auf jeden Fall für mich die Möglichkeit, hier weiter zu spotten, aufzumachen, ein bisschen hoch zu poken immer. Weil ich auf der Suche nach dem T-54 und dem anderen Kollegen hier, dem T-71, war. Ich habe jetzt, haben wir uns im Chat kommuniziert, dass die beiden sozusagen mit drüber drücken. Nebenbei fällt mir jetzt gerade auf, ist ja ganz witzig. Jagdpanzer 2 und Ferdinand, das ist genau bei den Jagdpanzern der Deutschen die Astgabelung, die man gehen kann. Man kann entweder zum Ferdinand gehen, dem langsamen und besser gepanzerten, und dem Jagdpanzer 2, dem mobileren, mit der guten Gun, aber dem schlechter gepanzerten. Ah, ganz witzig, fällt mir gerade auf. Vielleicht euch schon länger aufgefallen, aber viel mehr damals noch nicht so auf. So, der Maulwurf gibt hier Stoff und wir haben uns verabredet, okay, pass auf, von beiden Seiten, T-54 zu zweit kriegen wir hin, ist nicht so das Problem, er geht dort auch ran, sidescraped, irgendwie verpellt ihm den ersten 500er Hit, ich den zweiten gehe ein Stück zurück, weil ich nicht wusste, was er jetzt macht, der T-54, aber der ist so beschäftigt sozusagen mit dem Maulwurf da vorne, dass er überhaupt nicht mit von mir Notiz nimmt und ich kann ihn irgendwie erlegen. Hätte ihn sonst schön rammen können. Macht ja auch Spaß. Bin ja mittlerweile nicht mehr beim Panther, sondern schon beim E50M und ich kann euch sagen, das wird immer geiler in der Reihe und das sind die absoluten Ram-Fun-Panzer. Man kann dort wirklich strategisch sehr schön mit Feuern und Rammen arbeiten. Ich bin auch ganz erstaunt mittlerweile, muss ich sagen. Man kann sich das relativ schnell angewöhnen. Und beim E50M ist mit der erste Medium, muss ich ganz ehrlich sagen, der erste 10er Medium, der mir richtig gut liegt und wo ich bei 70 Games oder sowas ein 2.500 Durchschnittsschaden habe, was für mich extrem viel ist. Wo ich richtig, also was ich daraus entnehme, da komme ich richtig gut zurecht mit. Der hat so eine, der 50M hat so, nee, machen wir später. Die Ecke hier, hier wieder Thema festgefahren, da bin ich irgendwie so ein echt so ein Kandidat für. Zu steil an Wände ranzufahren, um mich dann irgendwie festzufahren. Hier ist der Kollege Piepers. Piepers wird vom Maulwurf dahin gerafft, hat keinen Löscher mit oder kommt nicht rechtzeitig zum Löschen und brennt dann aus. Das fand ich so in der Situation ein bisschen schade, weil ich da gerne auch noch Schaden von bekommen hätte. Aber mit dem Maulwurf zusammen hier lang zu schrennen ist halt, ja,
wenn beide, beide wissen, wo sie hinschießen müssen, ist es schon so, dann kriegt einer von beiden immer weniger Schaden ab. Aber so ist das halt. T-34, gut, das war jetzt ein bisschen blöd. Hier in dem Winkel auf die Upper Plate zu schießen, ist halt beim T-34 kann schwierig sein. Beim Panther 8.8 hingegen macht es Spaß, durchaus auch sich auf ihn raufzusetzen und ihn, ja, ihr habt es gesehen. Ich mache ihm 200, kann man jetzt nicht mehr sehen, über 200 Schaden mit RAM. Das war mir auch klar. Das ist natürlich so, wenn ein gleichschwerer wie der Panther 8.8 von einem Panther 8.8 gerammt wird, dann wird sich der Schaden, den ihr austeilt, ungefähr gleich verhalten. Ne? Weil beide gleich schwer. Jetzt kommt es drauf an, was ihr geskillt habt. Ich habe zwar in dem hier, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schon den RAM-Skill geskillt, aber viel Unterschied macht das dann halt nicht. Und ich habe hier noch nicht den schweren Splitterschutz drauf, wie ich ihn jetzt auf meinem E50M drauf habe, der das nochmal etwas verbessert, das Verhältnis, weil man halt 25% weniger RAM-Schaden selber bekommt. Dann hätte ich jetzt, wenn das passiert wäre, hätte ich 150 Schaden bekommen und ihm 200 Gramm. Ist jetzt nicht die Welt. Aber man muss es halt immer im Hinterkopf behalten, was man machen kann. Und da ich voll war und da ich ihn beseitigen wollte, ja. So, Gold reingemacht, ja, weil der E5, E5 war mir lieber mit Gold zu beschießen, weil er doch eine recht trollige Wanne hat. Und, und trotz der trolligen Wanne und trotz des Schießen, sage ich mal, in die richtige Ecke, ist halt, ihr seht's, ich habe ein Stück daneben geschossen, eben ist es keine Autopenetration. Aber wenn man besser zielt, kann man dem E5 mit Schuss, ihr wisst es ja, Panzerkunde, E5 guckt nochmal rein, da wird das genau beschrieben, wie die Penetration, nee, wie die Panzerung in den Ecken sozusagen sich verhält. Schießt hier zu weit nach vorne raus und der hat hier halt mit Gold nur eine Penetration von 237. Nebenbei, wenn der E50M jetzt genervt wird, was wohl so aussieht, dann wird er ja von 270 höchstwahrscheinlich auf 240 genervt. Das ist super schade. Macht mich auch echt ein bisschen traurig, weil der E50M mein absoluter Lieblingstank ist. Aber dann hat er halt so viel Penetration wie der 8.8er hier. Ist, naja, ich sag mal so, es ist schade, aber ihr müsst es halt auch so sehen. Wenn der Gegner hat ja jetzt auch nur noch so eine schlechte Penetration, oder schlechte in Anführungszeichen, eine schlechtere Penetration. Das heißt, die Panzerung wird auch wieder irgendwie mehr wert sozusagen von eurem Tank. Also ihr kommt zwar nicht mehr überall durch, aber der Gegner kommt dafür auch nicht mehr überall bei euch durch. Nebenbei, sehr komisch, seht ihr das auch so ruckeln? Das ist ja total nervig. Jetzt habe ich hier so eine überkrasse Grafikkarte und jetzt ruckelt es nicht mehr. Ha! Man muss nur einmal Stopp drücken und wieder Start drücken. Sauber. Ich verlaber mich schon wieder. Was haben wir denn für eine Situation? Wir haben eine Situation, es lebt inzwischen, durch unsere gute Teamarbeit, lebt inzwischen nur noch, lebt inzwischen nur noch ein E4. Und der E4 lässt sich eigentlich ausschließen, dass der noch überall auf der Map ist, sondern der lässt sich eigentlich einkreisen. Der muss irgendwo hier hinten in der Ecke hängen. Denn er war sozusagen, er war schon offen an der Position, wo wir gerade hingefahren sind. Dort ist er aber nicht mehr durch die Mitte. Naja, durch die Mitte kann er sein, deswegen fahre ich durch die Mitte zurück. Aber der Maulwurf hat ihn entdeckt. Er ist nämlich hinten am Camp. Er hat sich da verstoppelt. Und jetzt wird es eigentlich ganz interessant. Also das Game bis hierhin war jetzt, ja, war jetzt nichts Spektakuläres, sage ich mal. Nichts, wo man sagen müsste, ach, das muss ich unbedingt zeigen, das ist irgendwie der Knaller. Aber das Ende ist halt doch schon so, dass man sagen muss, ja, das Ende war schon ganz cool. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier gemacht habe irgendwie. Ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit nach links geguckt. Ja, keine Ahnung. Ich, ja, zum Glück, sage ich mal, war ich noch voll, weil der E4 halt eben oben auf dieses scheiß Plateau gefahren war und natürlich mir hier eine reinrotzen konnte. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Wo kann der durchkommen? Der kann natürlich überall durchkommen. Seht ihr mal, sogar obere Platte ist für den E4 überhaupt gar kein Problem. Klar, ist ein 10er, ich bin ein 8er, der kommt bei mir überall durch. Guter Weich. Beim Jagdpanther 2, beim Maulwurf nebenbei auch. Deswegen lässt der schon ordentlich federn. Der 113er hat auch keine HP mehr und ich bin auch One-Shot. Also eine
durchaus ungünstige Situation und der E4 hat noch 800 Hitpoints, was, sage ich mal, hier haben wir so ein bisschen Wendeproblematik noch gehabt, ja, was E4, überall durchkommen, dicke, fette Gun, Angst. Aber so, ich habe gesagt, pass auf, Maulwurf, bleib du hinten. Ich hab die Gun, die auf jeden Fall, und die Gun Depression und die Manövrierfähigkeit und, pass auf, ich gehe hin und versuche mit meiner Gun Depression, keine Ahnung, ich wusste, er hat gerade geschossen, habe ich mir gesagt, gut, pass auf, gib ihm Gold, runter, Hitpoints reduzieren. So, hat auch bis jetzt wunderbar geklappt, der hat auch nur noch 255 Punkte. Und leider hat es dann den Maulwurf zerrissen dort. Und meine Chance, ich dachte mir jetzt auch, okay, pass auf, der FV ist noch da. Verpell dem noch eine und lass irgendwie 10 Punkte stehen. Was natürlich mega ärgerlich ist, weil 10 Punkte, ja, 10 Punkte, nicht so ultra high gerollt. Wartet mal, jetzt muss ich direkt mal gucken. Mein Plan war, als ich da zurückgefahren bin, dass ich das Wrack irgendwie als Cover nehmen wollte, aber... Welchen Fehler habe ich gemacht beim Covernehmen mit diesem Wrack? Ich bin zu weit zurückgefahren. Guckt euch das an. Ich bin von oben von ihm hier irgendwie erreichbar. Zu weit zurückgefahren und nicht ganz in Fluchtlinie. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das hat vorhin schon nicht geklappt beim Replay. Dass ich mich auf die Sicht des FV ein... sehr gut. Der FV ist mit 261 Punkten One-Shot für den E4. Und der E4 ist mit seinen 10 Punkten One-Shot für die FV. Was macht man in so einer Situation? Erstmal haben wir jetzt alle auf den FV eingeredet. Der ist jetzt aber ein ganz guter Spieler mit 1500 Hitpoints. 1500 Hitpoints, ja. 1500 WN8. Der weiß also schon, was er macht. Hat 21.000 Spiele runter. Das ist auch in Ordnung. Der andere ist nicht so geskillt, aber ich sag mal, mit 23.000 Spielen runter, ja, der weiß irgendwo auch, was sein Tank kann und was, was er machen kann. Deswegen, Strategie in diesem Moment, cappen. Genug Zeit ist noch da. Cappen, cappen, cappen. Im Cap bleiben und zusehen, HE laden, klar. HE laden und zusehen, dass wenn der E4 irgendwo erreichbar ist, irgendwo seinen Kopf raussteckt, dass man ihm eine verpellt. Das weiß der natürlich genauso, genauso wie der FV, dass beide voneinander One-Shot sind. Aber es ist eigentlich mega spannend. Um diese letzte Szene fand ich es eigentlich mega spannend, weil wir alle mega Adrenalin schon hatten. Und ich wollte ehrlich gesagt ein Game mit dem Panther 8-8 mit fast 3000 Schaden. Guck mal. Beide haben verschossen. Beide haben verschossen. Guckt euch das mal an. Das ist unglaublich. Der FV verschießt beim Versuch, auf den E4 zu beseitigen, und der E4 verschießt, schießt hier in den Berg rein, weil er, keine Ahnung, weil er nicht lang genug geaimt hat oder weil er, weil vielleicht vom FV nicht so viel, naja, wahrscheinlich war es so, er hat ihn irgendwie drin gehabt und der ist ja auch, sage ich mal, nicht so mega hoch gebaut und, oder was heißt mega hoch gebaut, also dieser Erdwall scheint hier auszureichen, damit er in Cover ist. Also, mega spannendes Ende, von einem echt guten Spiel und deswegen dachte ich mir, muss ich euch zeigen, weil das war, ich meine, es kommt jetzt nicht so der Funke rüber, aber im Game waren wir alle so voll Adrenalin und war, wir haben ja schon gesagt, als der E4, als wir noch lebten und wir den E4 reduziert haben, haben wir gesagt, ey, das Spiel, das müssen wir gewinnen, das war vernünftig, da müssen wir dem jetzt noch eine reinbrezeln und den müssen wir noch runterschießen und wenn das verloren gegangen wäre, ja, wenn der E4 den FV noch gehittet hätte, dann wäre das mega traurig gewesen. Also insofern, Kategorie Let's Fail, eigentlich nicht richtig, aber eigentlich schon, weil irgendwie hier beide noch verschossen, durch Glück irgendwie durchgekappt und eigentlich von uns, ja, von mir auch gefailt, hätte ich mich an der Ecke dort, ich bin low gerollt, gut, da kann ich jetzt nicht so richtig für, ist aber auch ein Fail, weil ich meine, wenn ich low rolle, dann ist es ein Fail von mir, weil ich es nicht schaffe, den zu beseitigen. Und ich stelle mich nicht richtig hinter das Wrack. Das war, ja, war halt nicht perfekt gespielt. Am Ende nochmal gut gegangen. Insofern ein schönes Let's Fail, was eigentlich keins ist. Aber ja, gucken wir uns nochmal die Gefechtsauswertung an. Aber im Großen und Ganzen seht ihr ja schon, was hier passiert ist. Aber der Vollständigkeit halber. Bis gleich. Gefechtsauswertung.
Gemastert habe ich das Ding. Oder wieder gemastert, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall 105.000 Credits. Credits macht er eigentlich ganz gut, wenn man ein schönes Spiel hat. Aber wie gesagt, gefährlich, weil der doch ganz, ganz oft in Zehnergefechte kommt. Und öfter als andere Tanks, die Tier 8 sind und Gold-Tanks sind. Ich mag den CDC auf jeden Fall mehr und den T-54, erster Prototyp, auf jeden Fall viel mehr, weil die halt auch panzerungstechnisch noch was können. Der kann nur von der Gun her was. Aber wie auch immer, da geht er down, der Commander. Da ist er tot, da geht er down. Schade. Ich hätte das Ding gerne überlebt und selber gewuppt. Aber so kam es halt schön zu dem Ende, was ja auch was wert ist. Weil so konnten wir halt irgendwie einen Let's Fail draus machen. Und ja, wir sehen, XP-technisch, weil ich halt ein Achter bin, der in ein 10er-Game kam, ist das natürlich irgendwie XP-technisch für mich sehr geil ausgegangen. Ebenso für den Maulwurf und der Trango wurde irgendwie zu weit vorher beseitigt, sozusagen, dass er nicht richtig wirken konnte. Und der FV, wie wir sehen, hatte auch ein sehr gutes Game. Sehr gut gespielt, demnach. Ich habe den gar nicht beobachtet während des Games, wo der überall rumgewuselt ist. Anyway, der E4, na klar, hat er auch ordentlich gespielt, ohne Frage. Er hat halt am Ende, ja, nicht. Ich weiß gar nicht genau, wie der E4, hätte der E4 das anders und besser anstellen können? Ich bin mir nicht sicher, denn der FV. Ob es eine Chance gegeben hätte. Der FV stand ja irgendwie unten am Felsen so, dass er jegliche Aktion vom E4 hätte parieren können. Schwierig. Und der E4 hat jetzt nicht so die. Naja, was man sich hätte vielleicht vorstellen können, das weiß ich nicht. Wäre aber ein Versuch gewesen, dass der E4, der hat ja relativ geile Ketten und kann dort relativ geil sidescrapen. Nee. Ja. Er hatte ja so wenig Hitpoints. Und wenn der FV HE drin gehabt hätte, hätte er den E4 ja auch im Sidescrape beseitigt. Nee, ich glaube, es gab für den E4 nicht wirklich eine Möglichkeit, außer sich zu. Nee, ich glaube, weiß nicht, interessant. Schreibt mir doch mal. Seht ihr eine Möglichkeit, wie der E4 das hätte gewinnen können am Ende? Ich glaube, es gab keine Möglichkeit. Wenn der. Solange der Quatsch, der FV. Was habe ich denn jetzt gerade gesagt? Also, Frage: Seht ihr eine Möglichkeit, wie der E4 das gegen den FV hätte gewinnen können? Ich glaube, es gab keine Möglichkeit, weil der FV einfach mit HE in jeder Situation den E4 beseitigt hätte können. Das hätte dem E4 auch nichts gebracht, wenn er hinten den Berg runtergerutscht wäre, was er wahrscheinlich nicht überlebt hätte, weil er 10 Hitpoints nur hatte. Aber trotzdem interessant. Ich bin ja auch gerne immer dafür offen, noch was dazu zu lernen. Also, Preisfrage: Wie hätte der E4 die ganze Chose noch gewinnen können? Thema Preisfrage, auch was Interessantes. Ich habe mir was überlegt. Ich habe neulich, als ich mir eine neue Grafikkarte gekauft habe, habe ich diese schicke Maus. Maus, Maus, Maus. Maus. Und zwar diese EVGA. Toro X10. Ja, die habe ich zu meiner Grafikkarte dazu bekommen. Und da ich selbst schon eine. Boah, was passiert denn jetzt hier? Hilfe! Da ich selbst schon eine schicke Maus besitze, habe ich mir überlegt, dass ich ein Gewinnspiel machen werde und diese Maus verlosen werde. Kommt demnächst. Ich weiß noch nicht, womit. Und wie und was, wie ich das gestalten werde. Aber da mache ich mir mal Gedanken, vielleicht mit dem Acebein, meinem Gewinnspielentwerfer, meinem Chef-Gewinnspielentwerfer. Mache ich mir mal Gedanken, wie ich das Teil verlosen kann. Dies nur am Rande. Also, jo, schreibt mir mal, wie ihr denkt, wie der E4 das noch hätte wuppen können. Und ja, ich habe noch ein anderes Panther-Video, was ich glaube ich jetzt auch nochmal heute fertig mache, was auch schon älter ist, aber was auch ganz interessant war und was ich noch hier auf Halde liegen habe und noch raushauen möchte. Es bleibt nichts mehr zu sagen. Alle Wörter sind gesagt. Ich grüße euch, macht's gut, bleibt sauber und wir sehen uns beim nächsten. Ciao, ciao.